Mahlzeit, liebe Leute, ich bin mal wieder bei meinen Eltern und bereite mal vor, meinen Kompakt wegzubringen. Also ich habe mir mal schon umgeschaut. Ja. Der Gute. Das Getriebe, aber das brauche ich noch für mein Kompaktprojekt. Das ist noch ziemlich gut in Schuss. Das nehme ich diesmal wieder mit der Kupplung. Und aus dem Tisch hier wollte ich, beziehungsweise aus dem Motor wollte ich eh noch einen Tisch bauen. Mal schauen, ob ich den auch gleich mit eingepackt bekomme. So, ich hock mal hin. Schönes Wetter ist heute. Ist zwar noch Winter, aber ja, bis das Video draußen ist, ist es eh schon Sommer, fast. Auf jeden Fall, ich werde ja eh schauen, dass ich jetzt den hier im April dann in mein, beziehungsweise meinen Kompakt, den ich schon lackiert habe, in die Halle bekomme. Dann soll da das Getriebe rein, dann soll der Motor laufen, dann soll das ABS laufen und Innenausstattung will ich dann bis dahin fertig haben. Und TÜV drauf, ich hoffe, das klappt dieses Jahr. Ja, und jetzt mache ich heute an dem Video jetzt noch, habe ich vor mir einen schönen Endschaltknauf, weil ich habe einen beleuchteten Billo-Ding drin, der locker ist und der klappert und der nervt mich. Und jetzt habe ich mir einen schönen beleuchteten M-Schaltknauf geholt, einen originalen und eine Mittelarmlehne. Und damit werte ich den Innenraum schön auf. Ich nehme euch da jetzt mal mit. Und ja, gerade waren nämlich Nachbarn direkt vorm Auto rumgestanden und ich komme mir echt blöd vor, wenn ich jetzt hier, ich bin ja nicht auf hier, ich bin ja kein Einheimischer, sagen wir mal so. Und wenn ich da jetzt hier mich mit der Kamera rumfuchtel und das wollte ich jetzt nicht vor allen anderen tun. Ich hoffe, die sind jetzt weg. Ja, wie gesagt, Kupplung, Rückleuchten, M-Stoßstange, Türen, Kühler. Ich könnte noch ein paar Sachen mitnehmen, Steuergeräte und so weiter. Die Motorhaube ist tot. Ja. Pummel ich jetzt mal das Zeug da rein. Nee, schaut so wunderschön aus, finde ich. Toll. Auf jeden Fall nehme ich mal mit. Ja. So. Hier haben wir nämlich den schönen. Habe ich nämlich schon was vorbereitet. Habe schon das Werkzeug mitgenommen. Tada! Wie gesagt, hier der alte Klappriche. Und ich finde ja eh, ein bisschen Ausstattung, ein bisschen Luxus darf ja schon in so einem E36 sein. Wenn schon 6-Zylinder ist. So. Tada! Na, wird schon auf. Schaut doch gleich viel besser aus. Und mit der Mittelarmlehne, dann kommt noch ein Getränkehalter rein. Weil ich habe schon mal gemerkt gehabt, ich war mal bei Mc's, wie sich's halt gehört. Und habe versucht, das irgendwie irgendwo einzuklemmen. Und das ist mir alles gleich beim frisch sauber gemachten Auto alles umgekippt. Und Getränkehalter werde ich dringend brauchen. Und ich schaue, dass ich da irgendwie noch einen herbekomme. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal die Mittelarmlehne dran, der Schaltknopf und ja, im Prinzip ist es ja total einfach. Ich hoffe, ich kann das demonstrieren. Einfach nur nach oben rausgezogen. Mit einer Hand ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Der ist eigentlich nur gesteckt. Moment. Wäre cool, wenn ich das irgendwie... Kann man da ziehen? Jo. Jo.
bin immer interessiert, wohin der Stecker langläuft und warum. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Mittelarmlehne muss ja eh raus, weil im Moment hier habe ich mal eine Ledermittelarmlehne. Und dazu muss eh hier das ganze Ding raus. Ja, schon mal gucken. Haben wir nämlich hier zwei Schrauben. Hier zwei Schrauben. Und dann ist der hier auch nur gesteckt. Und ja, schauen wir mal. Einmal. Oh, 20 Cent. Und ein abgelutschter Lolli. Okay, cool. So. Dann haben wir hier einmal eine Schraube. Den abgelutschten Lolli. Und wie wir sehen können, wurde der Schaltknopf hingepfuscht. Yay. Ich hoffe, mit dem Kabelsatz, mit dem Kabelbaum, der dann mitgeliefert worden ist, geht es einfacher. Mal schauen. Müssen wir mal ausprobieren. Ich kriege jetzt nicht das Kabel, weil der Vorbesitzer hat es hier so zusammenzwickt. An der Beleuchtung angeschlossen. Das ist eigentlich die cleverste Variante, die man machen kann. Einfach so eine Aschenbecher-Beleuchtung anzuschließen. Die geht ja auch automatisch an, wenn man das Licht einschaltet. Also geht auch die die Beleuchtung vom Schaltknopf an. Ist nicht doof. Bloß, dass er der durch die ganzen... Ja, okay, wir hätten es anders machen sollen. Aber ich muss die jetzt wahrscheinlich abzwicken. Und ja, ich schaue mal, wie ich das am besten mache, auch wie ich den Kabelbaum am besten dann verlege, den der mitgelieferte. Und ja, ich mache mal kurz Pause. So, es hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt nämlich nachgeschaut, den Schaltknauf, das ist Einzelteil mit dem Schaltsack, das wird so geliefert. Also ich brauche einen Schaltsack. So, neuer Tag. Ich habe gestern mal schön einen Schaltsack bestellt bei BMW hier in der Nähe. Müssen wir jetzt noch ein paar Kilometer fahren. Holen wir mal schnell ab. So, jetzt bei BMW gewesen, habe ich mir noch schnell einen Schaltknauf geholt. Ab nach Hause und dann geht's hier mit dem Schieß weiter. So, schnell noch den Einkauf reingebracht und ja. Ich fange jetzt mal an zu zerlegen hier alles und dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt mir eine Schere zum Kabel durchschneiden noch besorgt, weil ich habe hier leider nichts mehr. Weil ich hatte vorher hier immer was dabei, weil ich ja jetzt die Halle habe. Ist jetzt alles in der Halle. Ist ein bisschen doof. Auf jeden Fall die Kabel schneide ich mit der Schere durch und isoliere sie halt jetzt mit dem Klebeband ab. Ist ja im Prinzip dasselbe. Ich habe jetzt hier mal die Steckerle abgezogen, die kann man einfach mal jetzt hier von unten rausdrücken. Wie ich jetzt den Zigarettenanzünder jetzt mal wegmache, muss ich jetzt kurz mal schauen. Auf jeden Fall ziehe ich den hier raus, weil ich glaube, den Kabelbaum für meinen Schaltknauf, der wird, glaube ich, mal am Dimmer angeschlossen. Moment, hier unten. Hier, dann müsste ich den Kabelbaum hier rumfummeln. Theoretisch könnte ich es ja auch hier anstecken,
Aber darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich mache das jetzt so, wie es gehört. Und ich habe auch keine Dimmerklemmen oder Stromdiebel oder irgendwie sowas. Deswegen schaue ich, dass ich es mache, wie es gehört. Ist auch gescheiter so. Tue ich jetzt mal das Ding da raus, dann kann ich das, glaube ich, besser durchfummeln. Dann mache ich die Abdeckung hier weg. Und dann schaue ich, dass ich das da irgendwie durchfummel. Ja. Ich lege euch mal ab. So geht's, glaube ich, auch. Jetzt brauche ich das ganze Zeug nicht wegfummeln. Ich ziehe einfach mal jetzt den Stecker hier ab. So. So, dann kann man das so schön wegklappen. Hier der Stecker vom Dimmregler. Einfach hier dazwischen geklemmt, quasi einmal hier am Stecker selbst und dann an dem Stecker, der eigentlich an dem Dimmregler dran ist, einfach dazwischen stecken und jetzt das Kabel verlegen, weil die Kabelfarben sind dieselben, bloß vom neuen Kabelbaum sind die Kabel dicker, wahrscheinlich weil da einfach dann jetzt mehr Strom durchfließt. Ja, und jetzt heißt es einfach nur das Kabel durchverlegen. Lang genug ist es ja. So, doof ist jetzt auch, ich habe überhaupt keine Kameraständer dabei. Deswegen den Kabel. Ich habe jetzt das nochmal weggezogen, damit ich es besser durchziehen kann. Auf jeden Fall liegt er jetzt halt hier durch. Ist im Prinzip total easy. Auch hier die Abdeckung sind nur zwei Schrauben, dann kann man den runterziehen. Ja, und dann einfach wieder zusammenbauen. So, das Kabel habe ich jetzt mal gescheit verlegt gehabt, weil das noch nicht ordentlich genug war. Soll ja gescheit sein. Ist wieder dran gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das mit dem Schaltknopf raufbekomme, mit dem Schaltsack. Muss man nämlich auch mit dem Kabelbinder festmachen. Ist ja quasi wie hier, original. Hinten mit dem Kabelbinder festgemacht. Dann kommt der Griff so drauf. Hier ist es im Prinzip dasselbe. Also. So. Stecken wir mal gleich mal das Kabel an. Und wenn ich jetzt das Licht einschalte. Zündung. Gib mal Zündung. Jo, leuchtet. Hat aber ja am Abend nochmal ein schönes Video, wie es leuchtet. Gut, funktioniert. So, ich mach's hoffentlich nicht falsch. Also weiter runter geht's ja an sich überhaupt nicht. Dann würde ich jetzt hier den Kabelbinder drum machen und das Kabel nach ganz unten bzw. ganz unten ziehen, soweit wie es halt eben geht, damit es nicht irgendwie nerven kann. Und dann alles wieder festmachen. Yeah. Ich habe komplett falsch angefangen, auf jeden Fall die Teile sind jetzt da. Ich tue mal so, als wäre nichts gewesen. Erst kommt die Mittelarmlehne, dann die Konsole und ach, ich sag gar nichts. Am Ende ist es noch falsch. Ja. Attacke. Ich habe jetzt einfach mal mit der Hand das Zeug rausgerissen. Auf die Hinterbank gewandert. Ich habe jetzt vor uns eine kleine Pause gemacht, habe auch Schrauben geholt für die Mittelarmlehne, weil die original drin verbaut sind, ohne Mittelarmlehne, die Schrauben sind zu kurz. Da habe ich mir jetzt halt welche aus dem Kompakt geklaut, aus dem Motorraum, vom Batteriefach. Da, wo die Batterie dann reingelegt wird, ist ja diese Plastikwanne und da drin sind unten Schrauben. Die habe ich jetzt mal rausgenommen. Die passen auch vom Gewinde her, auch von der Länge her. Und mir ist vor uns aufgefallen, ich habe vergessen, da den Schaumstoff mit drunter zu tun. Aber da habe ich jetzt den Schaumgummi da auch noch mit drauf getan, drunter getan und wieder zugemacht. Habe ich es nur irgendwie neigfummelt. So. Ich bin voll gefressen, aber
Das Schöne ist, bei Mutti kannst du halt immer so schön futtern, wie du willst. Ja, das ist schön. Nicht zu Hause wie immer irgendwelche Nudeln oder Reis. Ja. Schauen wir mal, wie ich das jetzt da reinfummelt bekomme. Ich habe hier auch noch schon mal den Teppich weggerissen, der ein bisschen Platz gemacht, weil angeschnitten ist der ja schon, dann brauchst du einfach nur rausziehen. Dann hast du genügend Platz für die Mittelarmlehne. Hier ist auch nur eine Plastikabdeckung dran gewesen. Moment, wieder. Und da kommt quasi dann die runter, dann kann da die Schraube rein. Und ja, blöd, dass ich euch nicht irgendwo ablegen kann, aber ihr seht trotzdem, wie was gemacht wird. Und egal wo ich bin immer nur am Schrauben. Ich war jetzt kurzzeitig verzweifelt wegen der Mittelarmlehne, weil ich die irgendwie nicht festbekommen habe. Und da habe ich mal beim Patrick BMW-Kanal vorbeischauen müssen, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt wirklich das Ding hier zerlegen muss. Die Mittelarmlehne mit der Halterung, aber so wie es ausschaut, muss ich die zerlegen. Der Patrick macht ja generell zu allem eigentlich Videos, da kann man eigentlich immer vorbeischauen. Ich glaube, der macht da sogar, ja, der Patrick macht da bessere Tutorials wie ich. Ja, schaut mal bei dem vorbei, wenn ihr da auch verzweifelt, aber auf jeden Fall. Ich zeige euch, wie ich jetzt hier dran verzweifle, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier die Gummitüllen da weg. Die Dinger da und dann die Stifte hier. Und dann kannst du das rausziehen und das ganze Ding mit nach vorne, oben raus. Und dann kannst du alles nach und nach festschrauben. Jo. Haha. Man kann bei mir doch noch ein bisschen was lernen, was man bei anderen vielleicht nicht ganz so findet. Wenn man hier reinschaut, hat er hier eine Nase, beziehungsweise hier ist die kleine Öffnung, um die Nase rauszudrücken. Ich halte es mal jetzt so. Und dann nehmt ihr euch einen Elektroschraubenzieher. Und merkt ihr, wie der rausgeht? Kann man den raushebeln? Fertig, das war's. Juhu! Also ich habe jetzt hier mal, wie gesagt, die drei Schrauben nochmal vom Motorraum, vom alten Kompakt, vom Teilspender. Und hier und hier unten, da wo jetzt der Ding ist, der Schlüssel, da hinten ist dann die dritte Schraube, die dann festziehen und dann kommt die Mittelkonsole drüber. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ich habe jetzt hier das Kabel, das ist hier glaube ich nämlich noch. Dadurch. Und das habe ich jetzt hier so rumgeführt. Das ist dann für die Beleuchtung vom Aschenbecher und das ist hier das Massekabel für die Handbremse. Und das ist dann quasi hier. Ich zeige es euch mal. Puh. Ich werde alt und fett. Kommt so schnell aus der Puste. Quasi den hier dann runterdrücken. Scharf irgendwie. So, den dann hier runterdrücken. Dann löst sich das Kabel. Was ist denn jetzt los? Hier löst sich dann auf jeden Fall das Kabel und dann kann man es rausziehen oder wieder reinstecken. Fertig. Ich halte mich kurz, die Speicherkarte ist voll. Ich tue jetzt schnell noch die Speicherkarte, das unwichtige Zeug auf meinen Laptop. Und dann kann ich euch nämlich weiter zeigen, was überhaupt passiert ist und was ich gemacht habe, weil die Speicherkarte auf einmal leer war. Voll. So. Fertig. Ab zum Auto und ich zeig's euch. Dum, 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 dum. So, dann haben wir hier einmal den Schaltknopf, einmal die Mittelarmlehne, zack, fertig. Leider habe ich euch nicht mehr zeigen können, weil die Kamera dann die Speicherkarte voll war, wie ich das komplettiert habe, aber es ist fertig, geil. So, ich zeige euch mal, wie es im Dunkeln ist. So, mit meinem erfolgreichen Einbau von meiner Mittelkonsole und dem Schaltknopf verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Servusler und Adi.